Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture Business Management als Teil des Forschungsdatenmanagements. Mein Name ist Cora Aßmann und ich bin Teil des Thüringer Kompetenznetzwerks seit letztem Jahr April. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie eigentlich Ihr Wissen organisieren oder was überhaupt Wissen ist und was man unter dem Begriff Wissensmanagement versteht? Ich hoffe, mit der Coffee Lecture kann ich Ihnen die ein oder andere Frage zu diesem Thema beantworten. Ich hoffe auch, dass ich Ihnen einen kleinen Impuls gebe, mit meiner Coffee Lecture das eigene Wissen oder das Ihrer Arbeitsgruppe neu zu organisieren. Ich werde auch Ihnen kurze allgemeine Praxistipps vorstellen, wie Sie das Wissensmanagement umsetzen können, sowie vorhandene Ressourcen aufzeigen für das Wissensmanagement, die dabei helfen, das Wissensmanagement auch im Bereich des Forschungsdatenmanagements zu integrieren. Anfangen möchte ich mit einem Beispiel, und zwar hier ist der Verlust von Wissen über die Zeit gezeigt. Und mit Wissen ist hier gemeint die Details, die über die Daten direkt nach der Datenerhebung vorhanden sind. Und zwar ist dieses Wissen zu Beginn oder kurz nach der Datenerhebung am höchsten bei demjenigen, der die Daten erhoben hat. Aber schon nach kürzester Zeit kommt es dazu, dass man spezifische Details bei der Datenerhebung an diese nicht mehr daran erinnern kann. Und dann gibt es einen graduellen Prozess, dass über die Zeit immer mehr Informationen verloren gehen, wie zum Beispiel die allgemeinen Details. Und wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass es vielleicht zu einem Personal- oder Positionswechsel kommt, wird es noch erschwert, auf dieses personelle Wissen zuzugreifen oder das Ganze gar unmöglich gemacht. Man geht jetzt hier von diesem Beispiel immer davon aus, dass das personelle Wissen nicht irgendwie elektronisch festgehalten wurde. Und diese Abbildung endet dann eigentlich damit, dass wenn der Daten oder die Datenerheberin nicht mehr vorhanden ist, das Wissen vollständig verloren gegangen ist über diese Daten. Diese gestrichelte Linie, die hier noch eingezeichnet ist, die zeigt jetzt noch einen anderen Worst Case. Und zwar können auch die Rohdaten, die erhoben wurden und elektronisch eigentlich gespeichert sind, beispielsweise durch Zerstörung des Speichermediums komplett verloren gehen oder wenn es zu einem Technologiewechsel kommt. Also das heißt beispielsweise, wenn das Format nicht mehr unterstützt wird, indem die Daten gespeichert wurden, wenn es da irgendwie eine Softwareänderung gibt. Ich meine, das Szenario, was hier gezeigt ist, ist jetzt wirklich ein ganz negatives Beispiel und ich denke, jeder von Ihnen weiß auch, dass man kann diesen Wissensverlust verhindern und ich werde auch am Ende meines Vortrags nochmal darauf eingehen, wie man diesen Wissensverlust mit Hilfe von Wissenschaftsmanagement-Tools auch verhindern kann. Aber jetzt zur Frage, was ist eigentlich Wissen? Wissen ist letztendlich die Kombination von Daten und Informationen unter Einbeziehung von Meinungen, Fähigkeiten und Erfahrungen. Also am Anfang des Wissens stehen eigentlich letztendlich immer die Daten. Die sind letztendlich nur eine Folge von Zeichen und bilden den Rohstoff für Informationen. Und die Informationen sind eigentlich die Daten in einem spezifischen Kontext gesehen. Und das Wissen entsteht dann, wenn die Informationen in Kombination mit persönlicher Erfahrung gesetzt werden. Was ist nun Wissensmanagement? Wissensmanagement ist ein zusammenfassender Begriff für alle strategischen bzw. operativen Tätigkeiten, die auf den bestmöglichen Umgang mit Wissen abzielen. Das Sprichwort Knowledge implies a knower, the rest is information, zeigt eigentlich, dass letztendlich Forschungsdaten alleine ohne den Forschenden kein Wissen sind, sondern erst der Mensch, der die Daten interpretiert, generiert daraus eine Erkenntnis und Wissen. Deshalb ist Wissen immer personenbezogen. Und es ist auch dynamisch. Also das Wissen verändert sich über die Zeit, durch Erfahrungen, Fähigkeiten, die man erwirbt, ändert sich das eigene Wissen immer. Hier habe ich Ihnen jetzt einmal einen Wissenskreislauf gezeigt, in dem eigentlich auch die Bausteine des Wissensmanagements vorhanden sind. Man kann diesen Wissenskreislauf aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also man kann ihn aus der persönlichen Perspektive sehen, aus der Team- oder Arbeitsgruppenperspektive oder auch aus der Unternehmensperspektive. Man selbst ist sich jetzt nicht immer jedem dieser Bausteine bewusst, den man hier sieht, sondern die Vorgänge laufen auch unterbewusst ab. Und wenn wir jetzt den Kreislauf einmal am Beispiel einer Person durchgehen, die ein Forschungsprojekt gestartet hat, dann ist es ja, dass man zu Beginn darüber nachdenkt, was brauche ich für Wissen, um dieses Projekt zu erarbeiten. Man identifiziert sozusagen das Wissen, setzt sich Wissensziele. Und dann beginnt der Prozess, dass man das Wissen erwirbt durch externe Quellen, durch Erfahrungen, durch Gespräche mit anderen. Also das Wissen entwickelt sich und verändert sich stetig. Also da hätten wir wieder, dass dieses Wissen dynamisch ist. Und bestenfalls wendet man das Wissen dann häufig an, dass es auch bewahrt wird
Oder man dokumentiert und speichert es elektronisch, damit das Wissen auch in dieser Form bewahrt wird und bestehen bleibt. Das ist dann auch eine Voraussetzung, um es mit anderen zu teilen, durch Kommunikation, Gespräche oder halt die Dokumente, in denen man das Wissen dokumentiert und gespeichert hat. Und dadurch kann es dann auch von einem selber sowie von anderen wieder genutzt und angewendet werden. Genau, letztendlich sind alle Sachen, die hier mitten in diesem Wissenskreislauf passieren, das ist alles Wissensmanagement. Also jeder von Ihnen macht letztendlich tagtäglich, ohne dass er sich bewusst ist, Wissensmanagement. Und ich denke auch, dass einige von den Forschungsdatenmanagement-Kollegen und Kollegen hier auch ein bisschen in diesem Wissenskreislauf, diesen Lebenskreislauf der Daten wiedererkennen, der letztendlich ähnlich ist. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Und zwar habe ich Ihnen jetzt auf den nächsten drei Folien Praxistipps zusammengestellt, wie man Wissensmanagement im Arbeitsalltag einbauen kann. Die orientieren sich jetzt hauptsächlich, wenn es ein Team gibt oder eine Arbeitsgruppe, aber einzelne Tipps lassen sich eigentlich auch verwenden für das persönliche Wissensmanagement. Und da wäre der erste Tipp, also es ist ganz wichtig, dass man das Wissen nicht auf Einzelne beschränkt, sondern dass man das Wissen im Team verfügbar macht. Und dazu muss man aber das Wissen erstmal erfassen, was da ist, strukturieren und dann kann man es jedem im Team verfügbar machen. Und bei diesem verfügbar machen können Wissensdatenbanken helfen, indem man sich so eine anlegt. Also da kann man dann einzelne Einträge machen und dann die Beiträge miteinander verlinken und auch Dokumente anfügen. Und ich habe Ihnen hier mal zwei Softwarebeispiele genannt. Also zum einen die Open Source Software Elias. Die weiß ich selber, dass es einige Einrichtungen nutzen, um Lernplattformen zu machen, aber um selber letztendlich auch eine Wissensdatenbank aufzusetzen. Dann habe ich hier auch noch diese Bezahlsoftware Confluence. Das wird zum Beispiel von unserem eigenen Universitätsrechenzentrum genutzt, um sich da auch ein Wikipedia anzulegen für die Mitarbeitenden. Und was auch eng verbunden ist mit Wissen im Team erfassen, strukturieren, ist halt, dass man kollaborative Plattformen nutzt, weil die bieten eine gute Möglichkeit, das Wissen in einem Team gemeinsam zu sammeln. Wir selber jetzt vom Thüringer Kompetenznetzwerk nutzen zum Beispiel SharePoint, aber es gibt da noch viele andere auch Plattformen, Open Source wie Git, die da genutzt werden können als kollaborative Plattform. Die nächsten Praxistipps beziehen sich mehr so ein bisschen methodisch daran, wie man herangehen kann, um das Wissen zu ermitteln. Und zwar ist es gut immer, wenn man aus Prozessen lernt, die im Team stattfinden. Das kommt auch aus dem Projektmanagement. Da kennen vielleicht von Ihnen auch einige diesen Plan Do Check Act Circle. Und wenn ich aus Prozessen lerne, dann lerne ich auch letztendlich aus Erfahrungen. Und diese Erfahrungen machen es dann möglich oder sind dann eine gute Voraussetzung, dass ich eigentlich Best Practice Beispiele festhalte und die im Team zusammentrage. Genau, dann komme ich schon zur letzten Praxistippseite. Die bezieht sich jetzt hauptsächlich darauf, wenn es einen Personalwechsel gibt, weil das ist eine Situation, wo oft ein Wissensverlust entsteht, auch im Team, in der Arbeitsgruppe. Und deshalb sollte man den so gut wie möglich vorbereiten. Und da sind zum Beispiel Möglichkeiten, dass man Onboarding-Dokumente für neue Mitarbeitende erstellt und die denen dann immer aushändigt oder auch Handbücher für Beschäftigte. Und da wäre jetzt auch schon der Tipp zum Beispiel aus Forschungsdatenmanagement-Sicht, wenn man diese Dokumente so Themen reinbringt wie File Naming Convention, Ordnerstrukturen, was sind Backup-Strategien und so, dass das gleich jeder neue Mitarbeitende diese Informationen erhält und auf dieser Grundlage auch arbeiten kann. Genau, und ein gutes Mittel sind halt auch Verfahrensanweisungen und Standard-Operating-Protokolle. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp, der ist sogar aus unserem Team. Wir machen das und zwar, wenn es jetzt beispielsweise nur einen in der Gruppe gibt, der eine bestimmte Softwarekenntnis hat und auch nur diese Software nutzt für bestimmte Aufgaben, aber perspektivisch diese Aufgaben auch von anderen Gruppenmitgliedern übernommen werden soll, dann machen wir das jetzt so, dass wir kleine Videotutorials aufnehmen, wo derjenige mal zeigt, wie die Software verwendet wird, gerade auch um bestimmte Aufgaben umzusetzen und jeder kann Fragen stellen und man hat dann dieses Videotutorial, wenn man selbst die Aufgabe bearbeiten muss. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Klar kann man das auch als Verfahrensanweisung oder Standard-Operating-Protokoll verfassen, aber letztendlich ist so eine Videoanleitung doch irgendwie noch schöner. Das sieht man ja auch bei YouTube. Das ist ja ohne Grund nicht so erfolgreich, dass man sowas verwendet. Genau. So, jetzt komme ich nochmal zu der Abbildung, die ich Ihnen am Anfang gezeigt hatte und hatte ja versprochen, ich komme nochmal darauf zurück. Und zwar gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man diesen Wissensverlust verhindern kann. Und da wäre gleich zu Beginn ganz wichtig, dass wenn man Daten erhebt,
dass man dazu auch eine digitale Dokumentation anlegt und darin auch die Metadaten packt. Also Metadaten sind letztendlich spezielle Informationen über die Daten in einer strukturierten Weise, dass man die elektronisch mit abspeichert zur Datenerhebung und was auch von Vorteil ist, wenn man generell einen Datenmanagementplan erstellt, weil in diesem Datenmanagementplan sind letztendlich alle Aspekte des Datenlebenszyklus drin. Also da erfährt man, wo die Daten gespeichert werden, wie sie gespeichert werden, Backup-Strategien, wo sie in Zukunft veröffentlicht werden. Und das ist dann auch ein wichtiges Dokument, beispielsweise, wenn es zum Personalwechsel kommt, dass man dieses Dokument dann auch demjenigen dieser neuen Person aushändigen kann und ihnen gleich eine gute Grundlage hat zum Arbeiten. Genau, wie halt noch weitere Übergabedokumente für neues Personal. Genau, und dann hier der Verlust, auch, der ja hier beschrieben war, wenn derjenige, der die Daten erhoben hat, nicht mehr da ist, der lässt sich auch vermeiden, denn generell ist ja eigentlich der Ansatz, dass die Daten veröffentlicht werden und der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt werden und damit sind sie dann auch nicht mehr abhängig von Personen. Genau, also deswegen ist es wichtig, dass man die Daten mit den Metadaten veröffentlicht in Wissensdatenbanken oder Repositorien. Und auch dieser Totalausfall, der ja hier beschrieben war, durch Unfall oder Technologiewechsel, lässt sich verhindern durch eine gute Backup-Strategie. Also da ist halt eine gute Regel, diese 3:2:1-Regel, dass ich 3 Kopien meiner Dateien, dann davon sich 2 auf unterschiedlichen Speichermedien befinden und ich mindestens eine an einem anderen Ort, beispielsweise in der Cloud, speichere. Und auch dieser Technologiewechsel lässt sich in den meisten Fällen vermeiden, indem man halt offene Dateiformate verwendet, die man auch in wenigen, also in vielen Jahren auch noch öffnen kann und die jetzt nicht bezogen sind auf spezielle Software. So, jetzt möchte ich Ihnen nochmal zeigen, wie Sie letztendlich vorhandene Ressourcen, die es schon beim Forschungsdatenmanagement nutzen können, um auch in diesem Bereich ein Wissensmanagement zu implementieren. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass Best-Practice-Beispiele eine gute Möglichkeit sind, um Erfahrungen und Wissen zu dokumentieren. Und da gibt es auf unserer Internetseite eine Übersicht mit Best-Practice-Beispielen zum Forschungsdatenmanagement. Dann gibt es von der DFG eine gute Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten. Und wir haben auch auf unserer Webseite Handreichungen, in denen so in 2 bis 3 Seiten kompaktes Wissen zusammengestellt ist zu Themen wie beispielsweise Lizenzen, wo Sie dann auch nochmal weitere Informationen und Links und Literaturhinweise finden. Dann hatte ich ja auch erwähnt, dass kollaborative Arbeiten, dass das eine gute Grundlage ist, um im Team gemeinsam Wissen zusammenzutragen. Und da haben wir auch hierzu eine Coffee Lecture, die ich Ihnen verlinkt habe. Und ein wichtiger Aspekt ist auch die Datenorganisation, dass dazu ein Konzept besteht und das Wissen sozusagen in der Gruppe vorhanden ist, wie ich da vorgehe. Und da haben wir spezielle Materialien beispielsweise zu dieser 5S-Methodik. Da gibt es einen Vortrag und auch weitere Materialien. Dann sind Lernplattformen auch eine gute Ressource, damit man einen gleichen Wissensstand im Team hat. Und da habe ich Ihnen hier mal Wissensdatenbanken zum Forschungsdatenmanagement verlinkt. Genau, weil das ist eine Basis, worauf man dann aufbauen kann, wenn da das gleiche Wissen im Team herrscht. Und zuletzt habe ich noch den Datenmanagementplan und dazu haben wir auch eine Einführungs-Coffee-Lecture, dann gibt es diverse Checklisten und auch beispielspublizierte Datenmanagementpläne. Auf die Lernplattform zum Forschungsdatenmanagement möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil ich auch denke, dass das ja, für Sie wahrscheinlich auch interessant ist. Und zwar gibt es bei den nationalen Dateninfrastrukturen, die sich gegründet haben, gibt es ja verschiedene Konsortien zu spezifischen Disziplinen. Und die Querschnittsthemen werden da aber auch nochmal in Sektionen bearbeitet. Und da gibt es eine Sektion zum Thema Training und Education. Und die hat das große Ziel, eine Wissensdatenbank zu erstellen, die letztendlich generisch ist zum Thema Forschungsdatenmanagement, aber auch letztendlich alle Disziplinen beinhaltet, worüber man dann auch Informationen zu Forschungsdatenmanagement, Umgang mit Daten findet, Datenverwaltung und Lehrmaterialien und auch Veranstaltungsinformationen. Und die Idee ist, dass es dann man über die Position, die man innehat, man Studierende, Professor oder sonstiges ist, dass man da dann speziell einsteigen kann in die Plattform und Informationen findet. Das ist aber jetzt alles noch Zukunftsmusik. Aber es haben schon einige Konsortien damit angefangen, so eine Lernplattform zu ihren spezifischen Themen aufzustellen.
Und da gibt es jetzt auch von der NFDI-Forschung bereits eine Knowledge Base, die ist ja auch verlinkt, wo sich zwar spezifische Informationen zum Forschungsdatenmanagement, aber auch allgemeine Informationen finden lassen. Und auch hier ist das wieder mit dieser Einstiegsvariante, dass man wählt, welche Position man derzeit hat und darüber dann die Informationen bekommt. Okay, dann bin ich auch schon bei meiner Zusammenfassung, beziehungsweise soll ich nochmal so einen Impuls, Motivation geben dazu, was kann eigentlich Wissensmanagement? Also Wissensmanagement kann zu einer stärkeren Arbeitsmotivation und Zufriedenheit der Beschäftigten führen, weil ja, man weiß ja, Unwissenheit ist oft führt zu Unzufriedenheit, also führt Wissen zu Zufriedenheit. Dann kann es Arbeitsabläufe optimieren, wie zum Beispiel auch im Bereich Forschungsdatenmanagement, wenn ein gleiches Wissen im Team vorhanden ist zu bestimmten Themen. Es kann Zeit sparen, Qualität der Arbeit aufrechterhalten bzw. steigern. Und was ich ja auch erwähnt hatte, also der Wissensverlust, der gerade durch Personalwechsel oder Ausfall entsteht, kann durch ein gutes Wissensmanagement verringert werden. So, und dann wäre ich auch schon am Ende und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.